Ja, hallo Leute, hier wieder euer Tose mit Let's Play Skyrim, die Unendliche, und wir haben jetzt endlich die Gefährten zu unseren Untertanen gemacht. Wir haben da alles erledigt und eine neue Begleiterin, nämlich die Aela. Da steht dann auch Verschiedenes, fragt die Anführer der Gefährten nach Arbeit. Das werden wir jetzt nicht tun. Das nächste, was wir tun, ist, wir werden da einfach mal rauslaufen und nach Flusslauf oder Flusswald, wie auch immer das heißt, reisen, Feendal die Rüstung abnehmen und sie Aela anbieten. Der kann dann mit seiner Freundin endlich einmal die gefilderte Ehe aussuchen, wenn er es will. Das ist eine Nordruine, tausende von Jahren alt. Ja, cool. Aela, du bist echt nett. Ja. Und du bist auch ein Werwolf. Okay. Wir halten an. Was ist los? Nee, nix. Schauen wir mal, was du hast. Ne? Was braucht ihr? Du hast ein Schild mit 43 Rüstung, Dolch, Jagdbogen, 9 Schaden. 88 Rüstung. Schatzi, also so kannst du mit mir nicht auf Tour gehen. Das haut einfach nicht hin. Wir werden das ganz einfach machen. Du dann mal los. Folgst uns einfach nach Flusslau. Wir müssen da jetzt zurück. Wo ist denn das Zeug? Da unten irgendwo. Und, falsche Seite. Ich glaube, hier sind wir richtig. Da dürfte es sein, ja. Und da ist unser Feendal. Sonst muss ich halt Aela eine neue Rüstung bauen, aber grundsätzlich müsste die auch passen, weil die ist genauso auch Bogenschützin wie unser Feendal. Und dann liebt sie wahrscheinlich auch leichte Rüstung. Die ist noch 1000-mal mehr wert als die sie gerade anhat. Und dann lassen wir uns gleich mal unterrichten. Obwohl, sie schaut eine schnuckelig aus. Wir warten. Hoppala. Wir warten hier. Es ist wieder frühmorgens, klar mal. Wir haben da jetzt Feendal, wir wissen ja, Feendal geht da immer Holz hacken in der Früh, und dann schauen wir mal, was der da so zu sagen hat. Wer ist denn das? Ist noch zu früh? Normalerweise kommt er da hinten her, unser Freund. Ja, zu früh. Gewerkschaftlich geregelte Arbeitszeiten, na, wer soll es auch anders? Wie soll es auch anders sein? Noch immer zu früh? Das glaube ich ja nicht. Da, die ist schon da. Das ist ein kleines Dorf, aber wir arbeiten hart. Ja, schon. Wir warten noch eine Stunde. Und wo ist denn jetzt der Feendal? Da vorne ist er. Seht ihr? Na, lass mich doch da vorbeilaufen. Das ist nur ein kleines Dorf, aber wir arbeiten. Hey, Feendal. Flusswald ist schon ganz in Ordnung. Für ein Dorf der Nord. Ja, folgt mir, ich brauche eure Hilfe. Sieht aus, als hättet ihr schon jemanden dabei. Fuck you. Hier gibt es eine Schönheit. Sieht aus, als hättet ihr schon jemanden dabei. Super. Also das will ich ja überhaupt nicht. Ich bin noch da. Ja. Ich gehe dann mal nach Hause, falls ihr mich braucht. Ja, tschüss und Baba. Und du? Jetzt haben wir Schwierigkeiten. Wir haben zu wenig Tragelast für den ganzen Schmonsens, den wir da haben. Was haben wir da überhaupt? Silberbahn und Pipapo und
alles mögliche. Also Leute, ich mache hier einen kurzen Schnitt. Ich verkaufe den ganzen Schmarrn beim Händler und dann nehme ich ihm mal die Rüstung ab. Ja, und da sind wir. Das hat ein wenig gedauert, Ayela das anzuziehen, was wir da gemacht haben für sie. Ich habe jetzt Feendal das ganze Klump abgenommen und hier verstaut und dann sie damit angezogen. Aber wie gesagt, die sind echt wählerisch, was das angeht. Was braucht ihr? Um nochmal zu zeigen, was die hat, ja, Waffen von Feendal, die ganz dieselben, ja, und Bekleidung auch. Ja, irgendwie mögen die einfach diesen Helm nicht. Aber egal. Sie hat jetzt alles und ist unsere Begleiterin das nächste Mal. Und eigentlich wollte ich ihr das ja alles jetzt geben. Gewöhnlich sehen wir schon, ja. Geben wir ihr das Zeug, weil die hat ja. Na, ich befolge da jetzt einen Rat von einem Viewer, von einem Abonnenten. Sorry, dass ich den Namen nicht mehr weiß. Dass wir unsere Begleiter ausrüsten sollen. Mit eben. Seelenstern und einer Waffe, ja, wir haben da jetzt, glaube ich, eine Waffe, Seelen, genau, stirbt das Ziel innerhalb von 11 Sekunden, füllt es einen Seelenstein. Bräuchten wir eigentlich nicht, weil ich zeige euch jetzt kurz mal, wie viel wir davon haben, durch Kaufen, Verkaufen, Handeln und so weiter, ja. Große haben wir auch ein paar und schwache und mächtige haben wir 42 Stück noch immer und das resultiert einfach daraus, dass wir eben so tolle Mixturen gebraut haben, dass die Jungs einfach mit dem Verkauf von ihren Sachen nicht nachkommen. Die haben so wenig, ja, echt an Wert. Und hier ist jetzt Wutrad, ja? Und hier drinnen habe ich jetzt eben das zerbrochene Schwert, wenn ich es nur finden würde, genau da, ja, Eisen und ja, ich weiß nicht, wozu wir das brauchen können, aber wer weiß, ja. Als nächstes habe ich mir gedacht, wir sind ja mittlerweile jetzt schon weit vorn. Jetzt möchte ich nur noch mal rauf in die Himmelschmiede und noch nicht, ne? In die Himmelschmiede rauf, weil es hat geheißen, wenn der Typ uns zum, ja. Der hört nicht auf. Der hört nicht auf. Ich bin versucht, ihn mal so probeweise zu killen, um zu sehen, ob der wieder aufsteht. Entschuldigung. Ob wir hier was schmieden können? Was Besonderes? Lass uns da mal schmieden. Angeblich gibt es da jetzt Schmuck der Hydra, Pipapo, Schmarrn, irgendwas. Zwergisch, Orgisch, Schmieden. Wir haben eigentlich fast alles. Stahl, schauen wir mal. Stahl, zwei Hände der Himmelschmiede, ja. Stahlschuppen. Eigentlich, ja, ich dachte eher, dass da irgendwas Besonderes dann rauskommt. Ne,
sparen. Fragen wir mal. Wir fragen ja nochmal kurz. Wisst ihr, seit Kotlaks Bestattung fühlt sich die Himmelsschmiede irgendwie lebendiger an. Es heißt immer, die Seelen der alten Helden sind es, die der Himmelsschmiede ihre Stärke verleihen. Aber ich glaube, die Schmiede kennt die Größe von Kotlaks Seele. Ich kann's mir nicht erklären, aber es fühlt sich an, als sei sie jung. Ich wette, jetzt könnte sie Metall schmieden, wie es seit Urzeiten niemand mehr gesehen hat. Ich will es unbedingt versuchen. Ja. Egal. Die Himmelsschmiede? Ja, meine Clanväter haben dort gearbeitet, seit die ersten Graumähnen nach Weißlauf kamen. Himmelsschmiedenstahl ist der einzige, den die Gefährten verwenden. Aus gutem Grund. Erzählt mir etwas über euch. Was? Ihr wisst doch, wer ich bin, Trottel. Deshalb fragt ihr dann. Ja, okay, nochmal. Da ist mir's Bart. Mir steht nicht der Sinn nach Scherzen. Ihr wisst, wer die Gefährten sind. Hört mit der Fragerei auf. Wieso? Wer sagt denn, dass ich einer sein muss? Himmelsschmiedenstahl ist meine Kunst und meine Ehre. Die Gefährten wollen nur das Beste, also kommen sie zu mir. Okay, lieber Freund. Wir haben dich zu Genüge in Anspruch genommen. Wir schauen da gleich mal nach. Das kann ja nicht sein, dass wir da jetzt nichts Besonderes schmieden können. Oh, das ist neu. Noch Telebogen. Leute, das kann ja nicht sein. Okay, eine kurze Pause. Ja Leute, wir müssen uns beeilen. Ich habe da nicht mehr viel Energie. Nordheldenbogen, Nordhelden Kriegsaxt. Ja Leute, das kommt ja nicht schlecht. Das schaut ja auch recht cool aus. Da könnte man schon was draus machen. Okay, das hatten wir jetzt. Ja, das ist neu. Und wie gesagt, in diesem Video, wir haben eine neue Begleiterin, eben die Aela. Und wenn uns das Saft nicht ausgeht, dann wir halten an. Was ist los? Ich zeige euch, was ich weiß. Schießkunst und Richten und einmal, zweimal. Seht ihr, was das alles kostet? Okay, fünfmal. Perfekt, und das holen wir uns dann auch gleich zurück. Ja. Genau so, das habe ich mir auch gedacht. Und ich möchte Dinge mit euch tauschen. Was braucht ihr? Kennt ihr sonstiges? Wir sind dabei sonstiges, und das ist Geld, und das nehmen wir doch gleich. Ja. Okay, gut. In diesem Sinne, nach euch. Wir können da ganz besondere Sachen schmieden. Wir haben eine neue Begleiterin. Wir sind jetzt der Chef, ja, sozusagen, von, oder ja, da weiß nicht, was wir da jetzt sind, aber was Besonderes bei den Gefährten. Und sehen uns wieder, wenn wir uns da beim nächsten Mal auf den Weg machen zu den Zauberern. Wird ja auch schon lange Zeit, okay? Leute. Und sie hat einen Marker auf dem Kopf. Ich glaub's ja nicht. Wünsche euch noch einen schönen Abend. Wenn ihr Spaß hattet und am Laufenden bleiben wollt, dann macht ein Abo. Wenn nicht, dann sagt sich's weiter. Euer Toso. Ciao.